Leute, ich bin's Carina und willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Heute mit einer ganz besonderen Begleitung, mit einem ganz besonderen Gast. Ich bin hier heute mit Julia Weiß. Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Dankeschön, liebe Carina, dass ich da sein darf. Ja, sehr, sehr gerne. Ich finde das Thema nämlich unfassbar spannend. Es geht nämlich um Destination Weddings. Und wie ihr wisst, ich mache keine Auslandshochzeiten, aus gutem Grund. Es gibt Experten dafür, extra Hochzeitsplaner, die sich nur darauf spezialisiert haben. Und ja, in diesem Video soll es mal um dieses Thema gehen. Aber erstmal zu dir, Julia. Stell dich doch gerne mal vor, wer bist du, was machst du und wieso sitzt du hier? Ja, ich bin die Julia, bin Hochzeitsplanerin mit Hauptsitz in Süddeutschland. Mhm. Habe mich spezialisiert eben auf die Schweiz und auch Norditalien. Mhm. Und mache das jetzt schon seit, also ich habe sehr früh damit angefangen, hinter den Kulissen sozusagen. Ich habe bereits mit 16 meine Ausbildung begonnen in der Hotellerie. Wow. Und habe somit auch Hochzeiten vor und hinter den Kulissen eben begleitet und mache das jetzt offiziell seit 2019 als Hochzeitsplanerin. Okay, das heißt also Süddeutschland, planst aber auch in Deutschland. Ja. Das habe ich richtig verstanden. Ja. Und Auslandshochzeiten in Italien und Schweiz, also richtig. Norditalien. Ne? Mhm. Okay. Mhm. Sag mal, bevor wir jetzt mal auf das Thema Destination eingehen, wie kamst du denn aber eigentlich zur Hochzeitsplanung? Ich finde das ja immer sehr spannend. Ich liebe halt einfach Geschichten, wo zwei Menschen zusammenführen. Und ich bin selber ein sehr emotionaler und sensibler Mensch. Und mich rührt es einfach immer total. Und ich liebe es einfach, Menschen auf diesem Weg zu begleiten. Ja. Es erfüllt mich einfach. Ja, sehr schön. Ach, ich finde das immer toll, wie ja andere Menschen zur Hochzeitsplanung gekommen sind. Ihr kennt ja meine Geschichte, wenn ihr jetzt mich hier auf dem Kanal schon länger verfolgt. Finde ich sehr spannend. Sehr cool. Ich habe mir ein paar Fragen aufgeschrieben. Unter anderem, Julia, erzähl doch mal, wieso jetzt eigentlich Italien und Schweiz? Ja. Also Schweiz, ich wohne direkt an der Schweizer Grenze zu Basel, quasi im Dreiländereck Schweiz, Frankreich und Süddeutschland. Und ich war, wie gesagt, mit 19 habe ich meine Ausbildung begonnen in einem sehr guten, renommierten Haus. War das gang und gäbe quasi mit den Schweizern, Kunden und Gästen. Und ich habe das immer sehr geliebt und war auch schon in, also ja, in St. Moritz habe ich schon gearbeitet, in einem guten Haus. Und das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Und deswegen war für mich klar, ich möchte, wenn ich gerade die Schweiz vor der Tür habe, natürlich auch in der Schweiz vertreten sein. Okay, sehr cool. Dann lass uns doch mal gerne zu den Destination Weddings kommen, ja, zu den Auslandshochzeiten. Mal allgemein erstmal die Frage, das ist jetzt eine ganz grobe Frage, ich weiß, aber was würdest du denn sagen, was ist denn zu beachten im Vergleich jetzt zu Hochzeiten im eigenen Land, wenn ich jetzt eine Hochzeit in der Schweiz oder in Norditalien plane? Also was ist zu beachten, was ist anders? Also gerade bei Destination Weddings, zum Beispiel, ich spreche speziell von Norditalien, muss man halt einfach bedenken, dass kulturelle Dinge einfach auch sind. Also man muss die Dienstleister vor Ort kennen, viele können die Sprache einfach nicht. Es sind ganz oft andere Bedingungen. Die sind einfach etwas bequemer, die Italiener, sage ich jetzt mal, wie wir Deutschen. Kannst du dir vorstellen, ja? Ja, man muss wirklich manchmal tagelang auf eine Antwort warten, man muss hinterher telefonieren und gehört schon einiges dazu. Knallhartes Projektmanagement. Ich habe dir ja, im Vorgang vorhin erzählt, als ich angefangen habe, habe ich mich ja auch mal an Mallorca-Hochzeiten herangetraut. Und genau das, genau diese Erfahrung habe ich nämlich gemacht. Du wartest wirklich lange auf Rückmeldungen. Sie können nicht mal wirklich Englisch. Gut, ich kann auch kein Spanisch. Du kannst Italienisch, ne? Ein bisschen, ja. Ja, aber das ist ja schon mal ein großer Vorteil, wenn man da so ein bisschen mit der Sprache vertraut ist. Und da habe ich dann halt ganz schnell gesagt so, nee, also das ist einfach nicht mein Expertengebiet. Ich kenne mich hier weder gut aus, noch bin ich regelmäßig irgendwie auf Mallorca, noch kann ich die Sprache. Mhm. Also da muss ich ja jetzt schon sagen, schon mal so ein erster Tipp. Das ist schon mal was, was ein Hochzeitsplaner, der in diesem Gebiet plant, auch ausmachen sollte. Ne? Der sich da gut auskennt, connected ist und so weiter. Ja. Gibt es noch irgendwas am Tag der Hochzeit, was da besonders zu beachten ist? Ja. Also ich habe schon eben so ein bisschen angedeutet, es ist wirklich knallhartes Projektmanagement. Also ich rate auch wirklich jedem Paar, das sich entscheidet oder überlegt, im Ausland zu heiraten, da wirklich einen Experten an die Hand zu holen. Weil Italien hat natürlich ganz andere Locations wie wir, sage ich jetzt mal. Mhm. Ganz oft gibt es da Villen, die wunderschön am See gelegen sind. Und die haben manchmal wirklich Seiten über Seiten an Verträgen, wo alles Mögliche detailliert drinsteht. Und da fängt es auch wirklich an mit, fängt schon an mit der Logistik. Da muss man aufpassen, dass man die Stühle nicht an irgendwelche Wände stellt, weil die oft natürlich auch denkmalgeschützt sind. Und man muss einfach auch die ganzen Dienstleister koordinieren und da auch wieder
die sind einfach anders wie wir Deutschen einfach. Also man muss da auch wirklich das Vertrauen zu jemandem haben, dass das alles gut läuft, dass man sich drauf verlassen kann und ja. Lass uns das auch mal durchspielen. Also wenn jetzt hier zum Beispiel Paare zuschauen, die sich für Auslandshochzeiten interessieren, vielleicht sogar konkret Schweiz, Norditalien, wie geht man denn da jetzt am besten ran überhaupt? Also wenn ich jetzt sage, Mensch, ich überlege, ich habe den Gedanken, ich will das in Norditalien jetzt machen. Was ist der erste Schritt? Wie mache ich das richtig? Also auf jeden Fall das Location Scouting. Da rate ich immer einfach früh genug damit anzufangen, weil auch dort natürlich die beliebten Locations, auch gerade irgendwie am See, wo sich ganz viele wünschen, die sind einfach auch oft, wie hier in Deutschland auch, ein Jahr bis anderthalb Jahre vorher ausgebucht. Ja. Dann ist es natürlich auch immer zu beachten, die Zeit, weil hier natürlich haben die dort auch Hochsaison, wie wir auch im Sommer, aber dort sind halt viele Urlauber. Das heißt, die Hotels sind meistens ausgebucht, man kriegt keine Kontingente so einfach und so weiter. Deswegen muss man hier einfach drauf achten, entweder vor der Saison oder schon Endes zu es dann halt. Okay. Genau. Also das heißt, da kommen schon ein paar Herausforderungen eigentlich auf einen zu, was ja auch wiederum dafür spricht, auch da einen Profi an der Seite zu haben. Ne? Wir hatten ja jetzt schon viele andere Argumente davor mit der Sprache, mit der Mentalität und so weiter. Ja. Gibt es andere, ich sag jetzt mal Vorurteile, die jemand hat, der sagt, ich überlege mit dem Gedanken oder ich habe den Gedanken, im Ausland zu heiraten, aber das und das und das. Also gibt es irgendwelche Vorurteile, gerade jetzt über Schweiz oder Italien? Also ich sage jetzt mal, bei Italien ist es halt immer so, die Gäste müssen halt auch irgendwie gucken, wie kommen sie hin, wie wird das Ganze koordiniert, ist das Hotel auch irgendwie in der Nähe von der Location, wie kommen die dann alle dorthin, weil es ist ja wieder dort was anderes wie hier in Deutschland. Ja. Und da kommen einfach ganz oft auch Fragen auf. Und natürlich ist es definitiv so, dass es natürlich für den Gast selber schon teurer ist eine Destination Wedding. Deswegen rate ich auch immer den Paaren dazu, wirklich nur diese Menschen einzuladen, die einem wirklich am Herzen liegen, die mit einem das Leben teilen. Ja, deswegen geht man da auch auf eine, ich sage jetzt mal, geringere Zahl einfach, wo man einlädt. Und genau, aber es ist schon das Ganze. Würdest du denn sagen, dass es tendenziell kleinere Hochzeiten sind, die du im Ausland begleitest, als in Deutschland? Ja. Also von welcher Personenanzahl sprechen wir da ungefähr? Also ich sag mal, so typisch sind zwischen, also ich habe alles Mögliche, ich habe wirklich zwei Personen, also ganz, ganz kleine. Oh, okay. jetzt nächstes Jahr haben wir auch eine ganz schöne mit 35 Personen in der Villa als Destination, also als Wedding Weekend sozusagen. Und die Höchstanzahl war bis jetzt 80 Personen. Okay, ja gut, das ist ja aber in Deutschland, zumindest bei meinen Paaren so, ist das eigentlich eher so der gute Durchschnitt. Genau, ne? Das war also, jetzt eine, ja. Ja, okay. Okay. Ja. Hast du denn allgemein Tipps für Paare, die jetzt überlegen, im Ausland zu heiraten? Hast du allgemein Tipps, hey, beachtet das auf jeden Fall, achtet auf das und das, macht nicht diesen Fehler? Ja, also man muss auf jeden Fall bedenken, das habe ich auch ganz oft gemerkt, dass man das einfach gar nicht weiß, dass halt, wenn man sich entscheidet, im Ausland zu heiraten, ich kann es nur von Italien eben sprechen, dass zum Beispiel auch die Locations in Italien das einteilen in zwei Eventzeiten. Das heißt, es gibt ein Day-Event und Evening-Event, das ist nicht so wie bei uns in Deutschland. Natürlich können wir trotzdem, also wir Dienstleister, früh in die Location rein, damit wir natürlich alles umsetzen können, die Dienstleister koordinieren können. Aber für das Brautpaar selber steht somit die Location, wenn man sich für das Abendevent entscheidet, erst ab 17 Uhr zur Verfügung. Und dann ist es meistens begrenzt auf circa 1 oder 2 Uhr. Das heißt, auch Thema Sperrstunde ganz groß geschrieben. Also da gibt es wirklich ganz, ganz selten Ausnahmen, dass da gesagt wird, ja, es wird irgendwie verlängert, vielleicht von 2 bis 3, dann natürlich mit Aufpreis, aber ganz selten länger. Okay, das heißt also, wenn ich jetzt im Ausland heirate, also jetzt gerade Italien, du sagst, sollte ich mich nicht darauf einstellen, dass es eine Party bis 6 Uhr morgens wird? Nein. Okay. Findet man fast gar nicht. Es gibt vereinzelte, wir haben vereinzelte Villen, aber wirklich sehr, sehr selten. Also wirklich, das Problem ist einfach, dass es nicht die Location selber macht, sondern die Kommunen vor Ort. Ja. Die legen das einfach fest und da sind auch oft die Hände von den Locations gebunden. Ja, aber seht ihr, ich merke auch da schon, ich habe ja auch im Vorhinein gesagt, das ist nicht mein Gebiet und ich lerne jetzt allein schon so viel Neues dazu. Wenn ich jetzt schon höre, das machen die Kommunen selbst, da denke ich mir schon, ich will damit einfach nichts zu tun haben und will da lieber einen Profi an der Seite haben. Du hattest eben noch Dienstleister erwähnt, das fand ich noch ganz spannend. Ich kann mir vorstellen, dass auch diese Frage viele in den Köpfen haben. Was macht ihr mit den Dienstleistern? Lasst ihr alle einfliegen oder
italienische Dienstleister, genau. Oder ist es ein Mix? Ein Mix tatsächlich. Ja. Also ich bin immer totaler Fan davon, damit man halt auch die Dienstleister vor Ort einfach nimmt. Einfach auch dadurch, man kann Reisekosten sparen. Und man muss halt immer mit einrechnen, wenn man halt die Dienstleister mitnimmt, also man lässt jetzt das gesamte Team mit einfliegen, würde ich nie tun, weil eben sind einmal die Reisekosten, dann muss man einfach auch einen Tag vor der Hochzeit schon einplanen, damit die natürlich auch am Tag der Hochzeit alle dastehen. Ja. Nicht, dass da einer anruft und sagt, wir stehen gerade im Stau. Oder Lufthansa streikt. Oder irgendwie sonst was, das haben wir alles schon erlebt. Deswegen, ja. Ich sage immer, dieser Dienstleister muss einen Tag vorher definitiv da sein. Okay. Und ich sage immer sowas wie ein Fotograf jetzt zum Beispiel oder ein Trauredner, ganz wichtig. Ja, wenn man eine freie Trauung hat im Ausland, da rate ich jetzt unbedingt nicht gerade einen Trauredner von Italien zu nehmen, der dann gebrochenes Deutsch spricht zum Beispiel. Macht Sinn, ja. Ja. Also das würde ich jetzt nicht empfehlen. Deswegen sage ich immer, solche kann man immer mit einplanen. Aber sowas wie jetzt natürlich Catering, Konditor, Hair and Make-up, Floristen und so mache ich alles vor Ort. Also deswegen, also wir sind da auch breit aufgestellt und diese Dienstleister, wo wir da einfach vor Ort haben, da weiß ich, da kann ich vertrauen. Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Jetzt haben wir ganz viel über Dienstleister gesprochen, über die ganzen Herausforderungen und was alles anders ist. Was muss ich denn einplanen, budgetmäßig? Also ich sage mal so, wir rechnen immer pro Kopf und ich sage immer, also 750 pro Person. Okay, und was ist da alles ungefähr dabei? Also die Location-Miete, Catering, Hochzeitstorte, Fotograf. Dann kommt es natürlich immer drauf an, wenn so Extras gewünscht sind, wie, was natürlich auch in Italien oft gibt, Feuerwerk am Abend noch auf dem Boot zum Beispiel, auf dem See, auch immer ein Traum. Mhm. Aber natürlich, wenn solche Extras dazukommen, die spielen natürlich nochmal extra rein. Aber so dieses Hauptgrundding, sage ich jetzt mal. Die Hochzeitsfeier dann. Ja, und dann spielt es natürlich auch immer eine Unterschied, sage ich jetzt mal, ist die Location am Wasser direkt? Ist es vielleicht in Como oder am Gardasee oder am Lago Maggiore? Oh, da spielt es sich natürlich nochmal je nach den Bedürfnissen. Wahrscheinlich auch übernimmt das Brautpaar die Unterkunft für die Gäste oder ist es Selbstzahlerbasis, oder? Das ist immer unterschiedlich. Tatsächlich habe Brautpaare, die sagen, wir wollen es tragen für die Gäste. Mhm. Oder es gibt auch Brautpaare, die sagen, nee, wir quartieren das aus. Das darf jeder Gast selber zahlen. Okay. Ganz unterschiedlich. Okay. Gibt es denn... Und wir wollen dann so langsam zum Ende kommen, weil wir können jetzt natürlich ewig noch drüber sprechen. Ich finde es selbst auch wirklich sehr, sehr interessant. Eine Frage habe ich noch. Gibt es irgendwas im Ausland, was wir in Deutschland auf einer typischen durchschnittsdeutschen Hochzeit nicht haben? Also irgendwas, was besonders ist in Italien? Also ich sage halt einfach, man plant so lange für eine Hochzeit, ein oder anderthalb Jahre. Und ich sage jetzt mal, eine typische deutsche Hochzeit, Kirche 3 Uhr, dann geht die eine Stunde 4, dann hat man noch kurzes Apéro um 6 irgendwie, dann das Dinner und dann ratzfatzig irgendwie 1 oder 2 Uhr und dann liegt man schon wieder im Bett und fragt sich selber und denkt so, der Tag ist vorbei irgendwie, wir haben anderthalb Jahre geplant. Mhm. In Italien finde ich, man kommt, man ist sofort in Urlaubsstimmung. Man hat einfach mehr Zeit mit den Gästen zusammen. Man fängt meistens an mit einem Get-Together. Jeder lernt sich kennen. Es ist eine entspannte Atmosphäre. Mhm. Und man hat einfach 3 Tage mit einem Brunch dann zum Schluss, wo man einfach miteinander feiern kann. Und das hat mich jetzt überzeugt. Ja. Und das ist halt schon was ganz anderes. Das glaube ich, ja. Ich habe auch immer so Bilder im Kopf, gerade wenn man so am See heiratet, wie das Brautpaar dann auf dem Boot zum Beispiel zur Location kommt. Ne? Hattest du das auch schon mal? Ja. Das ist natürlich, stelle ich mir sehr traumhaft vor. Ja, ist es auch total. Also hatten wir tatsächlich auch schon, weil ganz, ganz viele Villen in Italien, die haben natürlich eine eigene Anlegestelle. Mhm. Und deswegen ist natürlich auch immer super, das Brautpaar kann immer so mit quasi in die Location fahren. Die Gäste können das Brautpaar so quasi begrüßen, empfangen, feiern. Mega, kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen. Ja. Und ist auch mal was anderes. Ne? Also gerade auch die Paare, die sagen, ich will halt jetzt auch mal was anderes und nicht die 10. Hochzeit bei uns jetzt im Umfeld haben, wie du sagst, ne, mit Kirche 3 Uhr und so weiter. Ja. Ja, sehr geil. Also ich merke, man muss sich wirklich viel informieren. Man muss erst mal viel recherchieren, sich mit der Thematik befassen. Und also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich meine, klar, ich bin auch Hochzeitsplanerin, ich weiß, was das für ein Aufwand ist, aber gerade noch mal im Ausland bin ich halt absolut dafür, dass man sich da mal beraten lässt von einem Profi wie dir zum Beispiel. Wo kann man sich denn jetzt informieren? Wo kann man sich bei dir auch informieren und mit dir in Kontakt treten? Also ganz viel bestimmt schon auf meiner Webseite oder auf Instagram findet man ganz viel. Und ansonsten einfach gerne kontaktieren, Beratungsgespräch vereinbaren und dann bin ich da gerne da, zum weitere Informationen geben. Dein Beratungsgespräch ist, glaube ich, auch komplett kostenfrei und unverbindlich. Genau, einfach kostenfrei. Schaut man einfach mal,
wie man da zusammenkommt und ob die Chemie stimmt, das ist mir auch ganz wichtig. Ja. Genau, super. Dann würde ich doch sagen, wir verlinken alles mal von dir in der Infobox. Also schaut da unbedingt vorbei, wenn ihr euch dafür interessiert, wenn ihr mit Julia mal in Kontakt treten wollt. Und dann würde ich sagen, hast du abschließend noch was zu sagen? Gibt es noch irgendwas, was die Paare da draußen wissen müssen? Also ich kann nur jedem empfehlen, eine Destination Wedding zu machen. Ich liebe es und es ist ein ganz, ganz tolles Feeling. Das glaube ich. Das waren noch schöne Worte zum Abschluss. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video weitergeholfen und euch in eurem Vorhaben auch vorangebracht. Schaut in die Infobox, wie gesagt. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Besucht Julia und in diesem Sinne bis zum nächsten Video. Macht's gut.